Herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht hier um das Lösen von Gleichungssystemen unter Excel. Ein Gleichungssystem lässt sich in der Matrix-Schreibweise folgendermaßen darstellen. Da gibt es die Koeffizientenmatrix A, die mit dem Lösungsvektor x multipliziert wird und dabei herauskommt der Ergebnisvektor c. Wir sehen hier die Koeffizientenmatrix, den Lösungsvektor mit seinen 6 Unbekannten und den Ergebnisvektor C. In der Matrix-Schreibweise lässt sich das Ganze nun sehr leicht umformen auf x gleich a hoch minus 1 mal c. A hoch minus 1 ist die inverse Matrix von A. Das von Hand durchzurechnen ist sehr aufwendig. Aber das müssen wir ja nicht tun, dafür benutzen wir an dieser Stelle ja nun Excel. Es ist also nun genau dieser Befehl einzugeben. Der ist hier abgebildet. Wir sehen in diesem Bereich J5 bis J10 den Ergebnisvektor und im Bereich B5 bis G10 die Koeffizientenmatrix. Von der Koeffizientenmatrix muss zunächst die Inverse gebildet werden. Das sehen wir hier mit Matrixinverse. Damit findet nun diese Matrizenmultiplikation statt, also mit dieser Inversen und dem Ergebnisvektor. Bei der Eingabe muss ich beachten, dass am Ende der Eingabe Steuerung, Shift und Return gleichzeitig gedrückt werden. Also Steuerung, Shift, Return gleichzeitig. Ich werde diese Operation jetzt durchführen. Dazu muss ich allerdings zunächst mitteilen, wo denn das Ergebnis auftauchen soll. Das ist an dieser Stelle. Da, jetzt gehe ich in das Eingabefeld, gebe gleich ein, gleich Matrix Multiplikation. Der Matrix Inversen, markiere jetzt mit der Maus die Matrix, die invertiert werden soll, Klammer zu. Jetzt kommt der Vektor, der multipliziert werden soll, Klammer zu. Und jetzt kommt der Augenblick, in dem ich nicht vergessen darf, Steuerung, Shift und Return gleichzeitig zu betätigen. Und schon steht das Ergebnis da. So einfach ist das. Ich kann jetzt sogar hergehen und beliebige Zahlen ändern und es kommt wieder eine Lösung raus. Ich kann also hier die Zahlen ändern. Die Operation wird jetzt immer von allein durchgeführt mit der Eingabe von Return und ich habe das neue Ergebnis da stehen. Ich kann das also nun einmal vorbereiten und immer wieder verwenden, indem ich diese Zahlen ändere oder diese Zahlen ändere. Ja, das war es auch schon zum Lösen von Gleichungssystemen unter Excel. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich über ein Like freuen und natürlich noch mehr über ein Abo. Herzlichen Dank.